geht ab, Friendos? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist die zweite Ausgabe von Schulstories, aber diesmal mit einem Homie von mir, Volkan. Ihr habt ihn auch schon in einem Video wahrscheinlich davor gesehen. Oder vielleicht ist das auch das erste Video, wo ihr ihn seht. Aber auf jeden Fall, es wird diesmal so sein. Diesmal erzähle ich ein paar Stories und er kommt dann auch vor die Kamera zu diesem heiligen Sessel und erzählt auch ein paar Stories von ihm. Also beziehungsweise er erzählt ein paar Stories von sich, die in der Schule passiert sind. Vielleicht auch ein paar, die einfach nur draußen passiert sind oder einfach aus dem eigenen Leben. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht so viel rum, sondern wir fangen erstmal an. Ja Leute, auf jeden Fall erzähle ich jetzt euch meine erste Story und meiner Meinung nach ist eine richtig Story, wo man abkackt. Also damals war ich halt ein bisschen verrückt und ja, also ich hatte, das war so mein erstes Jahr in der 9. Klasse, okay? Und ihr müsst euch vorstellen, so wir sind in die Pause gegangen mit einem Freund von mir, der war ein bisschen ein Jahr jünger als ich. Wir gehen da mit denen in die Klasse so, also in die Pause und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir hier so die Treppen runtergehen, ist da hier so der Hof. Und direkt dahinter ist so ein Fußballplatz. Und wir sehen so, weil wir hatten da so einen Flüchtling. Also ich habe an der Stelle nichts gegen Flüchtlinge oder so. Aber den haben wir immer so ein bisschen verarscht, weil der war halt ein bisschen älter und alles. Und ja, den haben wir halt ein bisschen einfach verarscht. Und, der hat es ja auch verstanden. Also der hat auch immer mitgelacht und alles. Aber das war einfach so Grenze für ihn. Weil er hat so ganz normal Fußball gespielt. Und ich mit zwei Freunden, die... Also in diesem Hof hat der Fußball... Also genau, am Fußballplatz. Okay, am Fußballplatz hat der Fußball gespielt. Okay. Und zwar, wir sehen ihn so, er spielt so ganz normal Fußball und alles. Und ich glaube, ein Freund davor hat ihn so gefragt, so, ob er 50 Cent bekommt, weil er nicht zu trinken hatte. Und er wollte sich so eine Kaffeesonne holen und er hat gesagt, nein, ich hab nicht. Wir sehen ihn, er spielt so Fußball. Und ich bin so hier im Hof, Digga, beim Steinplatz. Und ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe gechillt. Und der eine Freund... war dann, also hier ist der Fußballplatz, okay, und direkt dahinter ist so ein Zaun und dahinter sind halt so sozusagen so ein Wald, so kleiner Wald. Okay, ja. Er war so dahinter und hat einfach so richtig lange Brennnessel gefunden. Auf einmal, ich höre so meinen Namen rufen und so, ich gehe so hin und er hat meinen Namen so gerufen, gell. Also hier, lass mal Brennnessel nehmen und ihn einfach so damit angreifen. Dein Freund hat gesagt, ihr sollt den Asylanten damit angreifen. Bro, ich war in der 9. Klasse und ich war so dumm in der 9. Klasse, Bro. Okay. Ich hab so diese Brennnessel genommen, also ich hatte echt so einen langen Brennnessel-Dings. Auf einmal, wir gehen so zu ihm, wir rennen so, gell, wir schlagen ihn so mit diesem Brennnessel, Digga. Der eine von links, der eine von rechts. Er hat versucht, ein bisschen zu wehren und so. Und danach, wir gehen so wieder in die Klassen, okay. Ungelogen, 5 Minuten später, von diesem Flüchtling, die Klassenlehrerin ruft uns so raus. Sie ruft mich so aus meiner Klasse raus. Ich dachte mir so, fuck, was geht jetzt ab, Digga? Sie ruft mich so raus und ich sehe erstmal diesen Flüchtling vor der Tür, Digga. Ich dachte, was macht der jetzt hier, Digga? Und danach, er kommt so und sie so, zeig mal deinen Arm. Er zeigt so uns seinen Arm. Da war komplett diese Punkte, was man so bekommt. Du warst, Digga. Sein Rücken, sein anderer Arm und so. Und danach, sie so, pack, gehört sich das? Und so, sie hat uns richtig angeschrien, Bro. Und so, sie so, ihr bekommt jetzt 100% Verweis und so, weil das geht nicht. Boah, er hat richtig gepetzt und solche Sachen, gell. Und danach haben wir ihn so angefleht, gell. Also ich war so eine Missgeburt. So, ich bin danach noch zu diesem Flüchtling gegangen und hab gesagt, ja, Bro, er hat mich so überredet und so, weil er kann auf Türkisch, ich hab mit ihm Türkisch geredet. Und danach, ich so, ja, Bro, ich war das nicht und so. Also er hat mir gesagt, ich soll das machen. Aber meins war gar kein Brennnessel und so. Meins sah nur so aus wie Brennnessel. So ein 30er, Digga. Und danach habe ich gesagt, mein Vater schlägt mich, wenn er das hört und bitte, weil ich habe schon so viele Verweise, ich werde dann von der Schule fliegen und so, also richtig gelogen, Bro. Und danach haben wir so ein bisschen geredet und so und danach habe ich gesagt, bitte sag mal deiner Lehrerin, dass ich das nicht war und so, gell. Und danach, also ja, okay, ich sag, du warst es nicht, aber ich sag, er war's, der andere, also mein Freund, er war's. Und danach, was hat er? Er ist echt zu seiner Lehrerin gesagt und gesagt, Volkan hat damit nichts zu tun, sein Freund hat das gemacht. Und danach die Lehrerin, ich sehe so, ich bekomme gar keinen Verweis. Ich sehe so auf WhatsApp, er schickt mir so ein Bild, Bro. Er hat einfach einen Verweis bekommen, der andere. Und ich habe einfach gar nichts bekommen, Bro. Aber warte, wir wollen dazu nochmal sagen, wir sind gegen Mobbing, wir sind gegen Schlagen oder sowas. Ja, sowieso. Das war vor 2 Jahren, Mann. Also kommen wir jetzt zu der nächsten Story von mir. Und die ist nicht so lang, die ist einfach aber nur echt versaut und vercrackt und das ist einfach so wirklich ätzend, Digga. Also ich war damals 3. Klasse, 2. Klasse, sowas um den Dreh. Und damals sind wir in meiner alten Siedlung immer mit so Waveboards einfach so rumgefahren um die Siedlung, so haben so einfach ein bisschen gechillt, sind mit den Dingern gefahren und so dies, das. Und bei uns gab es dort eine Bushaltestelle. Und in dieser Bushaltestelle wurden wir halt nach der Schule immer abgelassen oder was weiß ich.
Und das war so, glaube ich, die allerletzte Bushaltestelle oder eine der allerletzten. Und die Busfahrer haben dort immer so gechillt. Also viele Busfahrer haben dort einfach gechillt, so mäßig als Rastplatz, obwohl es gar keiner war so. Ihr müsst euch vorstellen, hier kann der Bus reinfahren. Hier ist so ein Fußweg, wo man so mit diesen Waveboards fahren kann. Hier ist so ein, und hier ist so eine Bushaltestelle, wo man einfach so sitzen kann. Aber die Bushaltestelle war so richtig vercrackt. So richtig vercrackt. Und hier steht der Bus und wir sehen schon so, wir kommen so von hier mit unserem Waveboard und hier steht so ein Bus. Und wir fahren so einfach hier vorbei und ich bin noch so richtig jung, Digga. Und einfach hier in dieser Bushaltestelle, wir fahren so hier vorbei. Ich gucke so in diese Bushaltestelle rein, da ist einfach ein Busfahrer und eine Nutte und die Nutte lutscht ihn einfach gerade ein. Da ist einfach eine Hure, Digga. Und die lutscht ihn mitten auf dieser Bushaltestelle einfach ein. Und der Busfahrer ist dort einfach. Bro, ich war so verstört von meinem eigenen Leben. Ich wusste echt gar nicht, was abgeht. Ihr müsst euch vorstellen, ich war in der zweiten Klasse. Ich fahre hier vorbei, Digga. Ich denke mir so nichts. Ich denke mir so alles schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Fahr so ein bisschen rum mit meinem Waveboard, Digga. Und dann gucke ich so einfach. Und dort ist einfach so eine Hure, Digga. Und dort ist einfach so ein Mann, Digga. Einfach so in der Öffentlichkeit. Ey, ich dachte mir nur so, was geht hier gerade ab? Ich war echt verstört von meinem eigenen Leben. Ja, okay. Ja, also Leute, kommen wir zu meiner zweiten Story. Die ist auf jeden Fall echt ein bisschen crazy, weil ich war echt jung. Und zwar, dieser Michi, der mein Nachbar war sozusagen damals, der wohnt immer noch da, nur ich halt nicht mehr leider. Der war sozusagen in Serbien, weil es waren Schulferien. Und ich war immer noch richtig jung. Ich glaube, ich war maximal 9 bis 11 Jahre alt. Ja, also ich war mit einem Verwandten von mir direkt vor dem Hof vor meiner Wohnung. Da waren zwar Leute auch Wärmekarten richtig im Trend. Okay, das hat die hat einfach jeder gekauft, gezockt und alles. Und gegenüber mir hat eine Person gewohnt, die ein bisschen wohlhabender war, sage ich mal so. Die hat mal so 20 Euro bekommen, okay, ist zu uns rausgekommen und sie hat halt vom Balkon, also man konnte sie vom Balkon sehen und sie ist rausgekommen und hat gesagt, okay, ich komme gleich raus. Und wir sind, hier ist so mein Hof und wir sind hier so. Und chillen da einfach so, wir fahren so mit dem Fahrrad und Kreis, okay. Und da war so ein Typ, Bro, ich hab den noch nie in meinem Leben gesehen, Bro. Da war so ein Typ, der gafft so einer Frau so auf den Arsch, der guckt sie so richtig auf den Arsch, Bro. Ich hab mir nichts gedacht, Bro, ich fahr da trotzdem rum, okay, aber an einer Stelle irgendwie im Kreis. Auf einmal der Typ packt so mein Fahrrad, Digga. Er kickt so zweimal dagegen, Bro, ich kenn diese Person nicht. Er kickt so zweimal dagegen, gell. Ich guck ihn so an. Bro, ich hatte so Angst um mein Leben, Bro. Ich bin einfach weggefahren, okay? Ich dachte so, der entführt mich jetzt oder so. Ich und mein Verwandter, wir sind so abgehauen, okay? Und diese Person, die vor mir war, die wohlhabende Person, ist so rausgekommen, hat gesagt, so, ja, ich habe die 20 Euro für Packs bekommen, okay? Die wohlhabende Person ist zu dir gekommen? Ja, also wir sind abgehauen und auf dem Abhauweg war halt auch ihre Wohnung. Und deswegen ist sie auch so rausgekommen. Und danach hat sie gesagt, ja, ich habe die 20 Euro bekommen für Packs und so. Von wem 20 Euro bekommen? Von ihren Eltern oder so, Bro. Von wo soll ich wissen, Bro. Das war auch klein, so wie ich halt. Ah, okay, das ist eine junge Person. Ja. Ah, also in eurem Alter damals. Genau. Jetzt check ich. Und jetzt verstehe ich. Wir haben das erstmal so gesagt und haben uns dabei nach nichts mehr so gedacht. Ich hatte halt noch übertrieben Angst, aber die Verwandte und die hatten so gar keine Angst mehr. Dann ist sie einfach alleine zur Tankstelle gegangen, hat sich für 20 Euro Packs gekauft. Bro, weißt du, wie viel das sind? Das ist maximal so ein Stapel oder so. Das ist richtig viel auf jeden Fall. Also du hattest noch Angst, aber der Verwandte, der mit dir war, der hatte keine Angst mehr. Die beiden hatten keine Angst. Also die wohlhabendere Person, ja. Also das wohlhabendere Kind und dein Verwandter, die hatten beide keine Angst. Ja, die hatten beide keine Angst, Bro. Ich hab halt gar nichts mehr aufgedacht, so diese Person ist weg, dachte ich so. Die wohlhabende Person ist dann so gekommen mit so einem fetten Stapel Packs, okay? Mhm. Sie so, helft mir mal, die zu öffnen, okay? Und ich hab da so eine Hand rausgenommen und einfach so eingesteckt. Du bist ein Wichser. Bro, ich hab einfach diese Packs eingesteckt. Ich hab gesagt so, ich nehm ein bisschen. Sie so, du kriegst 5 Packs, okay? Und ich hab einfach so eine Hand rausgenommen und hab eingesteckt, Digga. Und sie hat es so nicht gecheckt, dann haben wir so ihre Packs aufgemacht, so geöffnet und so. Und danach hatten wir auf einmal wieder, also wir haben diese Person an uns vorbeigehen sehen. Diese eine Betrunkene oder Junkie-Person. Der hat sozusagen mein Fahrrad geschlagen. Und danach sind wir so abgehauen wieder, okay, und diese wohlhabende Person so, kommt her, ich zeig euch ein Versteck, wir können uns da verstecken. Boah, ungelogen, wir waren in diesem Versteck 20 Minuten oder so. Und auf Gott, Bro, wir kommen sozusagen von diesem Versteck raus und du musst dir vorstellen, wir gehen durch so einen Tunnel und direkt am Ende vom Tunnel wartet der einfach und sitzt da einfach sozusagen. Direkt am Anfang, auch am Ende vom Tunnel, wo er gesessen ist, war so eine Cafeteria neu eröffnet und so. Wir gehen so raus, wir sehen ihn da so sitzen, gell.
jeder verteilt sich wieder und so ist in eine andere Richtung gelaufen und so. Und ich habe schon auch davor meinem Vater gesagt, ja, der Typ hat so und so gemacht. Mein Vater so, ja, wenn du ihn nochmal siehst, sag mir direkt Bescheid. Und ich bin dann direkt zu meinem Vater gefahren mit meinem Fahrrad. Und mein Vater ist dann so rausgekommen, okay, der ist neu aufgestanden so. Mein Vater wollte natürlich, bisschen südländische Eltern, so ein bisschen aggressiver. Mein Vater wollte so auf ihn drauf gehen. Und Bro, du musst dir vorstellen, das war hier, hier. Und ich habe am Ende der Straße gewartet, weil ich so Angst hatte von dieser Person. Mhm. Ich habe sogar an diesem Tag deine Mutter gesehen und deinen Vater. Echt? Ja, die sind uns entgegengekommen. Und danach, hier war so der Typ. Und danach, er provoziert meinen Vater irgendwie so. Er macht so seine Schulter auf, so wie so eine Frau und so. Mhm. Sagt, willst du mich kratzen und solche Sachen. Und auf einmal ist er auch so ein bisschen rausgeflippt. Er hat so seine Bierflasche kaputt gemacht. Und mein Vater ist trotzdem, wollte auf ihn draufgehen und alles. Meine Mutter hat ihn zurückgehalten und gesagt, ja, wir haben die Polizei schon alarmiert, die kommen jetzt und so. Und es hat einfach jahrelang gedauert, bis die Polizei gekommen ist. So. Und die Polizei ist so gekommen und in dem Moment ist einfach Ali auch gekommen mit seinen Eltern. Ja, Digga, ich erinnere mich. Mit seinen Eltern und dann haben wir so geredet und so. Und ich hatte irgendwie gar keine Angst mehr, weil ich habe mit Ali einfach absolut die heftigste Scheiße, die passiert konnte. Einfach habe ich alles mit Ali erlebt. Deswegen hatte ich so auch gar keine Angst mehr. So. Ich dachte mir jetzt, wenn er irgendwas macht, dann hauen wir ihn so. Das ist keine Pisse, Mann, Digga. Hauptsache, wir sind zusammen, Digga, gehen zu einem Mann, Digga. Wir hauen den schon. Okay, kommen wir zu der nächsten Geschichte von mir. Die nächste Geschichte von mir ist jetzt etwas kürzer, weil Volkans Geschichte ging schon ein bisschen lang. Da dachte ich mir einfach, mach ich jetzt eine ganz kurze Geschichte noch. Okay, jetzt habe ich meine Jacke auch an, jetzt kann ich die Geschichte weiter erzählen. Damals, da war ich auch wieder jung, aber ich weiß jetzt echt nicht, wie alt ich war. Also ich war echt gut jung. Da bin ich einfach so zur Küche gegangen und meine Mom war da gerade so voll am Kochen und so, voll so... Die Küche war jetzt auch nicht so groß und es war so ein bisschen Stress da gerade so. Halt so, es war stressig, weil sie gerade gekocht hat und so, dies, das. Und damals als Junge, ich habe halt Apfelschorle so geliebt. Und dann meinte ich so zu meiner Mom, ja, schenk mir mal ein Glas Apfelschorle bitte ein, okay? Und ich chill so und ich bin so irgendwie abgelenkt, dies, das, okay? Und dort ist dann so mein Glas Apfelschorle und ich trinke so gerade. Meine Mom sagt so, nein, 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 und ich trinke so gerade, Digga. Und das war einfach nur sein Glas Öl, Mann. Ganzes Glas Öl einfach nur so und ich bin so am Trinken. Ich spuck so direkt aus, ich kotze so direkt so. Boah, das ist ja echt mega eklig. Ich dachte halt, das ist meine Apfelschorle, aber sie war wie gesagt gerade am Kochen so. Das war einfach nur so Öl. Boah, ich. Das war einfach todesäcklich. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann macht aber gar nichts. Wenn ihr mehr Bock habt auf solche Videos, auf solche Stories, auch mit meinen Homies, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil ich habe viele Freunde, die ganz viel zu erzählen haben und die hatten bestimmt ganz viele lustige Stories. Also ich will im Endeffekt, dass es dann so ein richtig geiles Session wird zum Beispiel, dass ich einfach so Homies von mir hole, auch Homies, mit denen ich nur so ab und zu Kontakt habe, die sich so einfach genau auf diesen Sessel hinsetzen können und dann so einfach ihre Geschichten erzählen können, so was sie erlebt haben aus ihrer Schulzeit und so dies, das. Das ist so mein Ziel am Ende, aber ich würde sagen, das war jetzt schon mal heute richtig krass. Danke an Volkan, der mitgemacht hat. Kein Stress, Bro, immer wieder gern. Seine Storys waren auf jeden Fall auch echt heftig. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr viel rum. Arrivederci.